Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Stadtturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Voraus. Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch. Hey! Plasma! Schieß mit Plasma! Kommt nur her!
waren wohl alle. Ich glaube, du hast recht. Was gefunden? Ja. Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Wir sollten weiter. Mann, was ist denn im Rucksack? Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Ich hätte einen Kletter. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Ich bin fürs Klettern nicht gemacht. Wir haben viele erlegt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Schleichen oder kämpfen, keine Wahl. Aloy wird angegriffen. Gebt ihr Deckung. Feuer! Wieder aus der Ram. Müde? Ja.
dem Unkraut! Wir sind durch. Hib es auf. Lebe lang, töte deine Feinde. Diese Phantome sind echt gut! Den übernehmen wir, Aloy. Geh weiter! Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. So weiter. Der Beute? Ein bisschen.
Komm schon, Ella. Hier, den Fels hoch. Wie gefall ich dir jetzt? Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen! So schnell wir können. Alles okay? Geht schon. Wie viele Phantome haben die Zenith? Mehr als wir auf einen Schlag brauchen. Das steht fest. Du schießt wie ein Utaro, Aloy! Als hätten die anderen alles im Griff. Komm schon, den Felsen hoch. Aloy, Alva und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Aloy, ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta. Komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Sehr clever. Beta hat ihr Festes in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will.
Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Bootstättennetzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt. Das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Aloy, falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert sind. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre doch schön einfach gewesen. Eine gerüstete Maschine kommt sofort. Das gibt schöne Dellen! Der Kahlkopf kämpfen da oben gegen noch ein Phantom. Ich glaube, sie schaffen das. Ihr seid ein Schrottreif! Blut in Ballon, was? Ha, komm schon!
Großer Sprung. Nach rechts, glaube ich. Und jetzt nach links. Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Der mir versprochen wurde. Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Frieden war ihr gleichgültig. Wenigstens starb sie selbstbestimmt, nicht als seine Marionette. Das Vergessen unterscheidet mich dazwischen. Sicher, dass du kein Sinus bist. Aloy, es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm.
Jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Für das Schlosshündchen. Silence, da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. So. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Hoch auf den Turm und Beta befreien. Hey Leute, hier! Stirb, Maschinenabschaum! Entschuldigung, uns geht's gut. Sofern Alva sich beeilt! Ich bin schon fast im Netzwerk! Gib einfach dein Bestes! Ein Aufzug. Vielversprechend. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Ich wollte schon so... Das hast du gespürt, oder? Da drüben bist du nicht. Darf mich nicht kriegen.
Ich mach dich fertig! Nimm das! Gefällt dir nicht, was? Ohne dein Schild läuft's nicht, was? Wir sind ein tolles Team, nicht wahr? Fast vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Los, halte deine Schwester. Ich gehe zu den anderen und sehe nach, wie es läuft. Selbstzerstörung-Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich muss weg. Ich hab ihn fast. Aaron, sind alle in Ordnung da unten?
Die Maschinen und Phantome haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Was war das? Aloy, Gerard hat die Selbstzerstörung-Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich muss weg. Ich hab ihn fast. Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Nemesis. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren.
Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind unter Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir. Es mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir! Das kommt mir bekannt vor. Stärke und Steine gegen den Blitz. Besser das Ding zuerst scannen. Ich
erst durch die Rüstung, bevor ich Schaden zufügen kann. Ich wusste, du willst mich nicht verletzen. Goldpanzer zählen. Bitte, Aloy, hör auf! Moment, Munition, schädigt diese Goldkarten. Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten.
die Goldplatten ausschalten, um die Angriffe zu beenden. Stöcke und Pfeile gegen den Blitz. Die Goldplatten sind anfällig für Elementmunition. Ich wusste, du willst mich nicht verletzen. Du wirst mich nicht schlagen. Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen, eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth.
Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Na, wo geht er hin? So weit weg wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ach, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elisabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen. Sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein.
hands are full of flowers, my ears are full of songs, my heart is sad and numb. I'd rather just be you.